Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum Finale der Fantasy Bundesliga 2020. Erst einmal wünsche ich euch frohe Ostern, wenn ihr das feiert auf jeden Fall. Ansonsten, ja, wunderschönen Sonntag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's in die Playoffs, das heißt zweimal Halbfinale, einmal Finale. Es geht los mit dem Spiel Schalke gegen Rostock und dann danach mit 60 München gegen Bochum. Und im Finale werdet ihr dann sehen, ja, wer dann noch antritt. Die Timelinks seht ihr hier auch. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschalten. Viel Spaß jetzt. Und ansonsten sehen wir uns in Kürze, ja, wahrscheinlich mit einem neuen Format, mit einem neuen Video auf jeden Fall auf diesem Kanal. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und nochmal danke fürs Reinschalten. Halbfinale Nummer 1, der FC Schalke 04 ist als Tabellenerster der Staffel Nordwest dagegen den zweiten aus der Südoststaffel Hansa Rostock unterwegs. In der Volkswagen Arena neutraler Boden, aber es sah erstmal so aus, als wäre der FC Schalke 04 hier die Hausherrenmannschaft. Sechste Minute, Benito Rahman entwischt da seinen Gegenspieler, wird gut freigespielt. Und erzielt den sechsten Treffer für sich in dieser Spielzeit. Der FC Hansa Rostock konnte die gute Leistung aus der Liga erstmal nicht bestätigen. 33. Minute, dann mal ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Aber Nübel, der nicht unbedingt ganz positiv gesehen wird, um es nett auszudrücken bei den Königsblauen, machte einen guten Job. Die Schalke hatten dann vor dem Seitenwechsel auch noch die Möglichkeit, einen draufzusetzen. Weston McKennie aber wird hier gestört, gehindert. So viele Torchancen gab es nicht. So stand es 1:0 nach 45 Minuten. Das frühe Tor von Benito Rahman hatte erstmal für diesen Zwischenstand nach 45 Minuten gesorgt. Die Kogge wollte es jetzt besser machen und kam auch besser ins Spiel. Opoku mit der Flanke. Jonjo Kenny dazwischen, schärf probiert es mit vollem Risiko, vielleicht sogar etwas überhastet in dieser Situation. Sehen wir dann auch in der Wiederholung, dass der recht deutlich vorbeigeht. Aber die Rostocker gelobten zumindest Besserung, wenngleich die Schalker nach vorne auch deutlich weniger machten. Rheinthaler bringt den Ball nach außen zu Schärf, Pepic, Hanslik und Verhoek. Das hat am letzten Spieltag sehr gut geklappt. Diesmal verzieht Hanslik aber etwas, schlänzt den Ball an. Trotzdem geht er 2-3 Meter am Tor vorbei. Knapp 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Nun wieder der FC Schalke. Benito Rahman einmal zu Alessandro Schöpf durchgelegt. Und in der 57. Minute stand es 2:0. Das war dem Spielverlauf im zweiten Durchgang tatsächlich nicht mehr wirklich entsprechend, weil die Kogge wirklich gut aufkam, dem Ausgleich Stück für Stück näher kam und jetzt lagen sie hier mit zwei Toren zurück. Und das war für den FC Schalke 04 die Pole Position, die sie sich nicht mehr nehmen lassen wollten. Weston McKennie in der 84. Minute noch mit der Chance zum 3:0, aber das wäre dann auch zu viel des Guten gewesen. Kolke packt nochmal eine Parade aus. Der hat eine schöne, wunderbare Saison gespielt, aber es reicht am Ende nicht. Der FC Schalke 04 zieht mit diesem 2:0 gegen Hansa Rostock ins Finale ein. Der TSV 1860 München als Tabellenerster der Gruppe Südost gegen den VfL Bochum Nordweststaffel Zweiter. Hier gefordert in der Opel Arena. Der VfL Bochum hatte in der 27. Minute das erste Mal etwas zu melden. Ein verhaltener Anfang von beiden Mannschaften, die keine entscheidenden Fehler machen wollten. So kamen wir jetzt Stück für Stück hier besser rein und es entwickelten sich einige Tormöglichkeiten bis zum Seitenwechsel. Zwar schon eine halbe Stunde gespielt, aber jetzt der TSV 1860 München, der sich mal probiert. Bekirolu raus zu Wiltsch. Mölders schnell und gut gespielt. Stefan Lex gegen Manuel Riemann, der erst nur abprallen lassen kann, aber schnell genug hochkommt und auf den
Ball stürzt. 1860 jetzt aber gut drin. Rieder, der schon Torjägerqualitäten gezeigt hat. Flanke von Timo Gebhardt, Kopfball Sascha Mölders. Jetzt fehlte mittlerweile nicht mehr viel zum Treffer. Hier touchiert er aber nur das Außennetz. 3 Tore hat er erzielt in den 9 Spielen. Eine akzeptable Quote. Aber es wären auch noch ein paar mehr drin gewesen. Vor dem Seitenwechsel gehörte die letzte Möglichkeit dann aber dem VfL. Nach einem Eckstoß ist es Sylvain Jeanvoula, der sich im Kopfballduell durchsetzen kann. Aber ebenso wie sein Stürmerkollege auf der anderen Seite nur das Außennetz trifft. Nach 45 Minuten dann also torlos 1860 und der VfL Bochum. Viel schenken sie sich nicht. Nach behäbiger Anfangsphase wurde es dann immer besser und der erste Treffer lag mehr und mehr in der Luft. Die Frage war, sollte er fallen und wenn ja, für wen? Über eine Stunde jetzt gespielt, es dauerte wieder, bis es hier anlief. Nun dieser Fehler in der Vorwärtsbewegung von Danilo über die rechte Seite, dann Wiltsch, der in den Strafraum einziehen kann, geht bisschen zu leicht. Und in letzter Sekunde ist Leitsch dazwischen. Ganz wichtig, dass er sich in den Schuss reinwirft. Wir springen schon in die 90. Minute. Eine dicke Chance sollte es noch geben. Sie hörte auf den Namen VfL Bochum, Danny Blum. Zu einfach, Danny Blum, aber Winzheimer scheitert an Hiller. Aus kürzester Distanz, wie Hiller da aber reagiert mit der linken Hand, ist sensationell. Und dementsprechend ging es dann in die Verlängerung. 30 Minuten noch einmal, alles geben. Oder das Elfmeterschießen würde für uns bereit sein. Schon jenseits der 100 Spielminuten der TSV 1860 München nochmal mit einem Vorstoß Mölders. Haben wir eine ähnliche Situation schon im allerersten Durchgang gesehen. Diesmal wird er aber noch besser gestört. Die Szene deutlich zu ungefährlich. Da ärgert er sich, hat vielleicht den Ball schon auf seinem Kopf gesehen, wird dann aber noch ausreichend gestört. Wir springen in den zweiten Durchgang der Verlängerung und der hatte es jetzt noch einmal in sich. Flankenwechsel zu Osei Tutu, der zu Losia legt und der schlägt in der 108. Minute zu. Das 1:0 für den VfL Bochum. Entsetzen auf der Tribüne bei den Münchner Löwen. Gute Aktion von Osei Tutu. Losia bleibt dann eiskalt vor Hiller. Aber da ließen sich die Münchner nicht geschlagen geben. Niemann, Lex irgendwie vor die Füße von Noel Niemann. 114. Minute, der Ausgleichstreffer. Weil Lex hier von Osei Tutu den Ball abgeluchst bekommt und dann geht er direkt vor die Füße, eben von Noel Niemann. Das psychologische Moment jetzt bei 1860 und sie nutzten es. 118. Minute, Kirin Moll mit dem 2:1. Und jetzt war da das Entsetzen groß beim VfL. Noel Niemann entscheidend dran beteiligt, leitet den Ball weiter und Kirin Moll schlägt zu. Ein dramatisches Halbfinale endet mit 2:1 für den TSV 1860 München. Und die messen sich jetzt mit dem FC Schalke 04. Es steht also an, das Finale der Fantasy-Bundesliga. Der TSV 1860 München setzt sich mit dem FC Schalke 04 auseinander in der East Point Arena. Die Münchner Löwen von links nach rechts in den dunkelblauen Trikots im ersten Durchgang mit dem ersten Ausrufezeichen. 7. Minute. Guter Abschluss, aber auch stark von Alexander Nübel reagiert, der den Ball unten links aus seiner Sicht noch rauskratzen kann. Der FC Schalke 04 wartete ab und kam dann das erste Mal nach etwas mehr als 20 Minuten nach vorne. Jonjo Kenny legt den Ball in den Rückraum. Da ist Benito Rahman, der Schuss von Berzel, aber noch abgewehrt. Benito Rahman, der schon extrem erfolgreich war, ja auch in der K.O.-Phase jetzt gerade schon traf.
scheitert hier an der Schulter oder vielleicht sogar am Oberarm von Berzel. Der hätte gut gepasst, der Ball. Es wurde aber nicht zurückgepfiffen. Knappe halbe Stunde gespielt. Eckball für den TSV. Philipp Steinhardt legt sich den Ball zurecht. Standard-Experte der Münchner. Von der rechten Seite schaut sich die Mitte aus, bringt den Ball ungefähr auf die Höhe des Elfmeterpunkts. Kopfballversuch durch Erdmann, aber von Suat Serdar noch entschärft. Es war immer noch nicht Pause, nun nochmal die Schalker. Gregoritsch mit der Flanke, sehr gut auf den zweiten Pfosten gebracht. Und noch einmal Benito Rahman, 45. Minute. Setzt den Ball etwas zu hoch an und der Winkel wohl auch zu spitz. Wir warteten also noch auf den ersten Treffer im Finale der Fantasy-Bundesliga. Es war noch alles offen, also für beide Mannschaften. Der FC Schalke 04 wirkte dann aber wacher im zweiten Durchgang mit Suat Serdar hier am Ball. Ein wunderbares Solo. Rahman zu Serdar, kein Abseits. Da ist Michael Gregoritsch und das 1:0 in der 54. Minute für den FC Schalke 04. Super gespielt, da spekulieren die Löwen auf Abseits, aber das war es nicht. Trotzdem die Schalker weit aufgerückt in der 72. Minute. Gebhardt treibt den Ball alleine mit viel Platz. Mölders kann in die Mitte spielen. Mölders macht es aber selber und macht es überragend. 73. Minute, das 1:1. Und jetzt war hier richtig was geboten vor dem Block der Schalker-Fans. Ins kurze Eck rein. Sascha Mölders macht den Treffer. Und jetzt gab es die Chance, das Ganze noch in der regulären Spielzeit zu lösen. 90. plus 1. Aber Nübel hält das Ding fest gegen Sascha Mölders. Eine turbulente reguläre Spielzeit endet mit 1:1 und bringt den TSV 1860 München im zweiten Spiel der Playoffs in die zweite Verlängerung. Für den FC Schalke 04 eine neue Situation, dafür vielleicht mit etwas mehr Luft in der Lunge. Und die erste Chance hatte dann auch der FC Schalke. 101. Minute, wer sonst, wenn nicht Benito Rahman. Aber wie Hiller da die Hand ausfährt, das ist mal wieder sensationell. Zweiter Abschnitt der Verlängerung. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Der FC Schalke 04 wollte es gerne so lösen. Bujelab, starker Ball, super Ball zu Guido Burgstaller. Flanke nochmal von Uchipka. Aber das muss es sein. Aber Guido Burgstaller ist ein Arbeiter und kein Torjäger. Und so blieb es beim 1:1. Wir spielten also Roulette und das hieß Schwarz oder Rot, Königsblau oder Löwenblau. Stefan Lex machte mit dem vierten Strafstoß den Ausgleich. Ziemlich viele wurden verschossen. Schalke 1 vorne durch Suat Serdar mit dem 2:1. Der fünfte Elfmeterschütze und damit der vorerst letzte bei den Münchner Löwen hieß Tim Rieder, der gegen Nübel aber versagt und den FC Schalke 04 in der Fantasy-Bundesliga zum Meister kürt. Ein dramatisches Finale nimmt sein Ende und Rieder geht etwas in Rücklage und haut das Ding dann drüber. Da versagen ihm die Nerven. Trotzdem großen Respekt an die Münchner Löwen für dieses gespielte Turnier. Der FC Schalke 04 gewinnt nach Elfmeterschießen, holt sich den Titel mit 2:1. Jo, das war die Fantasy-Bundesliga. Ich weiß nicht, ob das nochmal so durchgeführt wird. Vielleicht ja, vielleicht nein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ihr werdet in Kürze auf dem Kanal wieder von mir hören. Ansonsten danke fürs dabei gewesen sein.
bis zum nächsten Video. Ja, und haut rein.